Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlords. Beim letzten Mal haben wir bei Carbuntheff richtig den anderen auf den Kopf gehauen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht Druimor bekommen. Carbuntheff, das sieht jetzt nicht mehr so geil aus. Aber Druimor Castle, das wäre halt eigentlich echt was Hübsches. Okay, die haben 400 Leute, nur in Anführungsstrichen. Würde die, glaube ich, sogar ins offene Messer laufen lassen, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Wir lassen die aber latschen. Irgendwie alles irgendwie gedeichselt. Wir haben Umbrella ja bekommen beim letzten Mal. Um die Stadt habe ich mich noch gar nicht gekümmert, wo wir gerade dabei sind. Hier wurde wieder jemand festgenommen. Der Engineer darf wieder rumwuseln. Genau, Umbrella. Assign Governor. Ich würde Duvain den Falken nehmen. Der kann auf diese Stadt aufpassen. Ich würde sagen, wir schicken diesmal nur die Truppen. Victory. Oh, die haben uns 800 Leute gekostet. What the fuck, Alter? Das finde ich halt immer irgendwie so unverhältnismäßig, wenn man sieht, wie viele Leute da einfach wegsterben. Na gut. So ist es nun mal manchmal. Show Mercy. Wir laufen halt nur noch mit 600 Leuten rum. Das ist halt auch irgendwie nicht mehr so das Wahre. Owner. Scheimer? Ist sie neu? Jaim war ihr Vater. Wie machen wir das jetzt? Unsere Truppen sind halt komplett aufgerieben. Wie viel hätten wir? Wir hätten 1000. Wir hätten ein bisschen über 1000. Ich würde sagen, wir halten unsere Truppe und marschieren direkt südlich. Damit wir halt auch möglichst viel anstellen können. Ich gehe hier nur diese vier Dörfer nochmal ab. Infantryman, hallo. Ein botanischer Volunteer, den brauche ich jetzt so nicht. Ich würde gerne dieses Urmafu bla 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 Castle. Oh fuck. Da beginnt wieder der Kampf. Nein. Möchte ich nicht, will ich nicht. Wer greift denn da an? 100 Leute? Da gibt's aber direkt mal links und rechts Schelden. Yield or Fight. Das schicken wir echt so drüben. Das ist easy peasy gemacht. Die haben 16 Leute getötet. Und Prisoners. Ich würde die Prisoner sogar hier lassen. So. Dungeon. Donate Prisoners. Gönnt euch. So. Also geht direkt weiter. So. Warte mal. Clearing War. Ich bin da echt alles andere als der Fan von. Weil diesen Krieg können wir dann einfach nicht gewinnen. Wenn man das dann lustiger gefallen, das ist ärgerlich. Ich kann halt so nichts machen. Ich muss halt ja sagen, das ist so kacke. Das gibt's gar nicht. Und die werden uns so in den Boden stampfen. Das ist halt das Problem an diesen Entscheidungen immer. Unser alter Herrscher konnte das irgendwie noch so, ne? Das wird sowas von unser Untergang werden. Ich hab's euch gesagt. Also, wenn's so sein wird, wie gesagt, denkt an mich. Und Carbuntheff wird ja auch noch gleich wegfallen. Siege the Castle. So. Ah, das Ding kriegen wir aber auch hin. Die verteidigen gut, aber wir werden besser angreifen. Und danach müssen wir mal die Truppe, glaube ich, auflösen. Oder wir holen uns echt Oxhall. Wir spekulieren auf Oxhall.
wenn das weg ist, dann ist echt schwierig für die. Das ist so mein Gedanke dahinter. Wir schicken die Truppen. Es sind ja nicht viele da. Wir haben uns 400 Truppen wieder gekostet. Aber gut, verstehe ich auch irgendwo. Vielleicht ist die Chance besser, wenn wir wirklich auch uns erst das holen. Oh shit. Wait here for some time. Wenn wir uns andere Belagerungsgeräte holen. Scheinbar. Okay. Seid ihr gegönnt? Oh, die würden gar keine Unterstützung für einen Krieg mit denen finden. Ja, dann halt nein. Einen Unterstützer. Wir müssen uns ein bisschen regenerieren. Ich würde tatsächlich versuchen, Oxhall zu holen. Vielleicht holen wir sogar noch jemanden dazu. Drei Truppen. Wir warten, bis sie kommen. Oder wir marschieren raus, schon mal. Wie gesagt, uns wird's hier kosten. Genau da. Diese Sachen werden uns was kosten am Ende. Wir werden sie verlieren. Wir werden auch hier ziemlich viel verlieren. Oh, was? Carbanthef ist unter Angriff. Oh, shit. Ah, okay, gut. Den kleinen hier, den holen wir uns. Den knüppeln wir aber instant weg. Da sind wir auch hoffentlich schnell genug. Oh, da ist eine große Armee noch unterwegs. Okay, die haben sich Carbanthef geholt. Das ist echt kacke. Hallo? Könnt ihr da hin? Danke. Send Troops. Da schicken wir auch noch wieder die Truppen hin. Sind wir einmal drüber gerutscht und dann ist gut. So. Die haben sich also hier wieder richtig was zusammengekrallt. Ja, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen kacke, ne? Ich muss halt warten und ich muss lange warten wahrscheinlich. Bis wir da jetzt auch wieder richtig angreifen können. Was ist denn? Increase your mount, stop speed. Ja, das ist genau mein Ding. Ich meine, natürlich holen sie sich wieder ihre Sachen. Was sollen die denn sonst tun? Müssen auch mal hin langsam. Oder wollen wir noch? Ne, wir greifen an. Ist egal. Es kann wieder eine richtig lange Aktion werden. Wir haben fast 1000. Ah, wir haben gut was dabei. Ah ja, gut, noch die 100 von da. Müssen wir wohl. Geht nicht anders. Meine Güte, wieder. Holt euch das Ding da vorne. Soldiers! Forward! Archers! Und die Archers können dann hier drauf. Wir haben nicht viele. Move! Alter, hört ihr dieses... Die Kavallerie kommt als allererstes. Bam, erster weg. Bam, zweiter weg.
Bam. 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 Ich weiß nicht, ob wir das rechtzeitig schaffen. Aber unsere Reiter massakrieren gerade erstmal alles, was die so haben. Bam. Noch einer weg. Noch einer weg. Okay. Kommt, 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 kommt. Loose Formation. Wir holen uns die von hinten. Alles gut. Wenn die sich nähern, dann sprinten wir nach hinten und hauen sie weg. Oh ja, die Ideen tun wir jetzt mal richtig weh hier. Da rennt ein Pferd weg. Okay, auf geht's. Einmal durchrasieren, bitte. Batz. Immer schön Druck, Hammer. Immer schön alle wegrasieren. Okay, die hauen ab. Die sind uns egal. Aber der hier ist uns nicht egal. So einer ist uns nicht egal. Alter, ich treffe ja gar keinen. Ein reines Durcheinander. Jo, genau so sollte es sein. Wir machen sie ein bisschen kleiner, die Truppe. Mehr Geknubbel bedeutet mehr achten. Komm, 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 komm. Wir holen uns die Truppe hinten hier. Hier wird der Mut verlassen. Damit wir die Truppen auch ein bisschen splitten können. Jo, ich würde sagen, das war's. Und jetzt reiten wir hier noch drüber. Sack. Oh ja, da hat mich aber jemand echt getroffen nochmal. Bam. Und? Wir ziehen uns direkt wieder zurück. Wir warten. Wir lassen die mal ein bisschen kommen. Wir müssen auch mal ein bisschen warten. Komm mal rüber, lass die mal ein bisschen kommen. Mountain Archers! Sergeant, take charge! Holt sie euch einfach so gut ihr könnt. Guckt ihr das doch mal an, wie die da angerannt kommen. In unsere Truppen. Alles gut, die bekommen so auf den Sack gerade. Guck mal da vorne, den will ich haben, den Captain. Will ich so wehtun. Bam. Enkurion. Kollege. Ist doch nicht der Typ, der uns verarscht hat? Der uns verraten hat? Wir ziehen uns direkt wieder zurück. Wir haben die Wichtigsten eigentlich gerade richtig schön umgehauen. Den Rest schaffen wir. Helmut. Da ist ein Galant weg. Oh, hier rennen noch ein paar Leute. Ein Horseman. Wer bist du denn? Oh ja. Den hat es aber nicht wirklich wehgetan. Bist du jetzt ein Kurions Bruder? Nein, Blandian Square. Okay, pass auf. Während wir hier reinmarschieren, holen wir. Machen wir das hier.
Marschieren wir einmal durch und töten einmal ein bisschen was. So schnell es geht. So schnell es geht. Wir marschieren vor. Wir fackeln nicht lange. Wir werden uns nicht alle kriegen können. Bis die Truppen da sind, dann tut's richtig weh. Okay. Da werden die ersten weggeknüppelt. Unsere Archers. Komm hier hin. Ideal. Während wir hier weiter durchmarschieren, wie sonst was. Ziehen sich immer weiter zurück. Die haben, glaube ich, Moral schon extrem verloren. Oh ja. Die haben Bock. Au. Ich hoffe, meine Horsemans kommen hinterher. Wir schneiden denen gleich einfach den Weg ab. Jo, perfekt. Und jetzt umdrehen. Einfach voll in den Kampf verwickeln. Bis unsere Truppen hinterhergekommen sind. Alle nur noch. Ja, Mann. Die haben nur 400 von uns getötet. Nee. Die sind direkt instant geflohen, Alter. Wir haben die einfach so geschwächt. Ist ja gar nicht. Das lief ja wie im Schnürchen. Hör mal. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so einfach gehen würde. Aber wir haben den halt so unfassbar viele Tote beschert, sofort. Ich weiß, ich bin jetzt drüber. Wir nehmen uns alles Mögliche mit. Tja, damit werden die Bataillen schon wieder geschlagen. Shit. Wir die teilweise jetzt zerlegen. So. Wir traden erstmal was weg. Also sowas wie das da. Gut, bei den Pferden lassen wir es natürlich. Gut, Essen, bla, blubber, haben wir. Habe ich eigentlich einen Malus auf Herde? Nö. Dann go to the keep. Donate prisoners. Alle. Herzlichen Glückwunsch. Ihr befindet euch jetzt im Knast. So, Maronat gehört uns, ne? Oder? Das ist halt jetzt gerade das Problem, ne? Oh nein. Das ist das Problem, dass wir jetzt gerade gegen drei, also ohne Scheiß, gegen drei Königreiche Krieg führen. Das kann halt nicht sein. Also das, so kann halt kein Krieg funktionieren. Das fuchst mich. Ich sag's jetzt mal ein bisschen neutraler. Das fuchst mich extrem. Ich meine, ich kann jetzt auch einfach angreifen, wenn ich die Rammer habe und dann Abfahrt. Wie ich das am klügsten jetzt mache. Zack. Show Mercy. Passt. Leave. Ich will Ox Hall haben. Warum wollten sie diesen Krieg? Ich verstehe das nicht. Oh ja. Da knallt's jetzt.
Diesen Knaller will ich noch haben. No surrender or die. Okay, aber den Kampf sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.